So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Sound. Heute haben wir ganz viel vor. Ganz, ganz viel vor. Jetzt habe ich gerade den Dodge gestartet. Ich will jetzt gleich die Dicken noch wegfahren. Und dann fahren wir los. Und zwar müssen wir heute echt viel machen. Einkaufen, zu Kosten müssen wir fahren. Dann möchte ich am Auto noch was machen, also eigentlich nicht am Auto, sondern vom Auto was machen, aber dazu später mehr. So, jetzt muss ich erstmal warten, der ist jetzt 2-3 Wochen gestanden, nicht gefahren. Aber laufen tut er. So, schauen wir mal, bleibt an. Bleibt an. So, fahren wir mal den Dicken weg. Da ist er, der Dicke. Von dem haben wir noch gar kein Video gemacht, machen wir jetzt demnächst auch noch, aber nicht heute. Aber damit wir da rausfahren können, müssen wir den hier wegfahren. Und still. So, also, ja, den habt ihr vielleicht schon auf ein paar Bildern mal gesehen. Aber noch nicht, ich habe euch eigentlich noch gar nichts zu dem Auto erzählt oder irgendwie so. So, und das machen wir dann demnächst. So, jetzt muss ich mir überlegen, wo ich den hinstelle, so dass ich mit dem Dodge rauskomme und er nicht im Weg steht. Das ist echt blöd. Warte mal, wir stellen den jetzt mal hier so hin, fahren mit dem Dodge raus und dann stellen wir den wieder hoch. Mann, wenn man so viele Autos hat. Schlimm! Das ist immer das Problem bei alten Autos. Die müssen immer erst ein bisschen warm laufen. Anscheinend brauchen wir uns nicht. Weil der Vergaser erst auf Betriebstemperatur kommen muss, damit der so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren soll. Da muss man immer ein bisschen 1, 2, 3 Minuten warm laufen lassen. So, jetzt können wir den da vorstellen. Dann können wir den Fettsack hinten hinstellen. Hihi. So. Was für ein Action. So. Jetzt sind wir im Auto. Also, liebe Freunde, warum fahren wir heute mit dem guten Dodge? Ja. Wir verkaufen ihn tatsächlich, und zwar in den kommenden Tagen, und ich habe noch gar kein richtiges Video zu dem Auto gemacht, und es wird einfach Zeit, dass wir jetzt noch ein Video machen, ein Abschlussvideo, auch für mich als Erinnerung an dieses Auto. Wir werden ein paar Fragen zu dem Auto heute beantworten, die gestellt wurden. Wo ist denn hier? Warum sind hier überall so riesen Krater am Straßen? Genau, und wir fahren noch ein bisschen, so die letzte Fahrt sozusagen, und genau, irgendwann diese Woche wird er dann abgeholt. Preislich habe ich ihn gut verkauft, ich bin zufrieden, war jetzt eigentlich nicht, also so halb geplant, dass wir den verkaufen, aber es hat sich halt jetzt auch so ergeben, weil man es preislich einfach passt. Und zwar hatte ich dieses Auto ursprünglich gekauft, weil ich, also eigentlich wollte ich immer ein Auto mit so einem Coupé halt, ja, sowas wie Trans Am, eine Corvette oder sowas, irgendwas Sportliches haltes. Und genau, und dann kam aber der Plan, einen Sohn zu kriegen oder eine Tochter, wussten wir ja noch nicht in dem Moment. Und genau, und dann habe ich gesagt, okay, da muss es was Praktisches sein, aber ich will trotzdem einen Oldtimer. Und dann habe ich den hier gesehen, habe den gekauft, ja, Kombi, Station Wagon. Wir haben sehr viel wertvolle Sachen damit transportiert, die wir sonst hätten nicht transportieren können. Schränke, Möbel, die ganzen alten Sachen von Xialin, die ihre Mama aufgehoben hatte. Genau, und ja, diese ganzen Sachen, die haben wir auch mit dem Auto hier transportiert. Und deswegen sind wir saufroh, dass wir ihn hatten. Und es kommt hinzu, dass wir die Sachen, also wenn wir jetzt irgendwo hingefahren sind,
mit Kinderwagen, zwei Hunden, Kind, Xiaolin, mir, dann war das Auto voll. Und das ging in dem roten Cadillac Seville halt nicht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, so ein Station Wagen wäre cool. Und dann sind wir das eigentlich alles mit dem hier jetzt die letzten paar Tage, Wochen gefahren. Wir sind gute 2500 Meilen ungefähr mit dem Auto hier gefahren. Also schon ordentlich Strecke zurückgelegt. Sehr zuverlässiges Fahrzeug, also hat mich nie im Stich gelassen. Ist immer angesprungen. Und ja, genau, macht auch nach wie vor Spaß mit dem Auto. Also so ein kleines bisschen traurig bin ich schon, dass der jetzt dann nicht mehr da ist. Aber wie gesagt, der Preis passt. Und wir haben ja jetzt den anderen großen Wagen, ja, also den Escalade. Und deswegen kann der jetzt eigentlich weg. Und das Geld können wir gut gebrauchen für andere Projekte. Das heißt nicht, dass es der letzte Oldtimer war. Ich werde mir dann irgendwann, vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wer weiß wann, wieder ein anderes Auto kaufen. Und genau. Ja, was habe ich eigentlich für das Auto ursprünglich bezahlt? 3.500 Euro habe ich für das Auto bezahlt. Auf eBay ersteigert, Glück gehabt. Und genau, und der lief ja nicht. Der ist ja nicht gefahren, der ist schlecht angesprungen, bis gar nicht. Und genau, und mit ja, viel Fleiß und Arbeit habe ich ihn zum Laufen gekriegt und dann anschließend durch den TÜV gebracht. Es ist echt gar nichts gerade. Keine Ahnung, ob da jetzt ein Auto kommt oder nicht. Da ein Schild stehen, ja, dass man keine Vorfahrt hat, das passt ja eigentlich auch, aber man sieht ja gar nicht, ob ein Auto kommt. Keine Ahnung, ob da was gekommen ist. Auf jeden Fall war dann da ein Auto. Naja, so, genau. Und, wo war ich? Ich weiß nicht mehr. Genau, wir haben jetzt drei Autos, ja. Wir brauchen keine drei Autos. Drei Autos brauchen wir nicht, definitiv nicht. Ja, also zwei maximal, eins reicht eigentlich auch schon. Deswegen kommt der jetzt weg und demnächst holen wir dann, wenn die Xiaolin wieder arbeiten geht, dann haben wir schon so ein Fahrzeug im Auge, wo was wir uns überlegen, was wir uns holen wollen. Und dann irgendwann gibt es dann wieder auch einen Oldtimer. So, ja, aber deswegen sind wir heute unterwegs, weil wir heute ein paar schöne Aufnahmen von dem Auto machen möchten. Und das ist halt mit dem Auto einfach sensationell. Ja. Man wird echt gegrüßt, die Leute grinsen, wenn sie das Auto sehen und freuen sich. Ja. Das werde ich vermissen, das ist eigentlich schon cool. Und es ist halt nicht nur. Es sieht nicht nur cool aus, fährt sich auch geil und ist auch noch praktisch. Und das ist halt das Schöne, ne? Dass man hier so viele Sachen kombiniert hat in einem Fahrzeug. Das ist halt schon cool. So, ja, jetzt habe ich eine schöne Strecke rausgesucht. Die fährt seltenst ein Auto, ist eine sehr enge Straße, aber eine geile Passage hier. Können jetzt sehr schön fahren, schön kurvig, weil immer die Leute meinen, Amis können keine Kurven fahren, eher schon. Nein, ist schon, man kann mit denen echt flott fahren. Schön. Na gut, jetzt überlegen wir uns mal irgendwie einen Platz, wo wir in Ruhe eine Aufnahme von dem Fahrzeug machen können. Das werde ich aber nicht in diesem Video packen, ja, weil sonst wird das Video zu lang. Sondern wird es dann in den kommenden Tagen ein extra Video geben, der dann Dodge Aspen stelle ich vor oder irgendwie so heißt. Ja. Und da gibt es dann die Szenen zu dem Auto, wo ich auch die Fragen beantworten werde zu dem Fahrzeug. Ja. Das waren so Sachen wie schnell ist die Beschleunigung, wie viel kann man in das Auto laden, wie lange habe ich an dem Auto gearbeitet, was ist die Endgeschwindigkeit und pipapo so Sachen. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist aber, dass es gerade ziemlich zuzieht. Ja, also
weil ich will ungestört sein. Ja. Ich mag es nicht, wenn ich mir ein Auto anschaue und vorstelle oder sowas und man hat dann hier so ein Auto, ja. Da wird man dann alle 5 Minuten angequatscht und da kann man nicht gescheit Aufnahmen machen. Weil es ja ein bisschen eng ist, ja. Ah ja, das geht, glaube ich. Das geht. Sehr geil. Die Stelle mag ich. Die ist eigentlich voll cool. Und die so abseits von der Straße ist so ein bisschen. Bisschen schattig. Genau. So. Machen wir mal. So, meine lieben Leute, wir haben jetzt das Video gemacht. Ich musste jetzt die Location noch ein bisschen ändern. Da waren mir zu viele Mücken. Da war alles voll mit Mücken. Die haben mich zerstochen. So, wir sind jetzt schon ein bisschen unterwegs. Ich will Xiaolin ja nicht so lange alleine lassen. Deswegen erledigen wir jetzt die Sachen. Ich muss mich jetzt zur Post fahren. Pakete wegschicken. Dann kann ich noch zum Postfach fahren. Gucken, ob wir Pakete oder Post oder so bekommen haben. Und dann gehe ich noch einkaufen. Jetzt voll. Wahnsinn, was da drin los war. Mit dem rumzufahren. Das ist ein ganz anderes Fahren. Und ich weiß ja nicht, was immer die Leute haben, ja. Haben die verbrauchen so viel? Nö. 10 Liter, 9 Liter. Ja. Landstraße. Gut, Ortschaften sind, sagen wir gleich 11. Das ist voll in Ordnung, ja. Ist das ein schwammiges Fahrwerk? Nö, finde ich nicht. Ich finde, das Auto ist sehr direkt, er macht genau das, was ich möchte. Gut, er schaukelt vielleicht ein bisschen, ja, das liegt an den Blattfedern hinten, aber mein. Aber ich finde, er fährt sich traumhaft. Ja. Ich habe lieber ein weiches Auto, als wie so ein bretthartes Auto. Ja. Wenn man einen Audi S5 gehabt, S5, A5 S-Line, ganz wichtig, nicht S5, S-Line.
Das Auto war eine Katastrophe. Das Auto war bretthart, ist jeder Spur hinterher. Wenn ein LKW vorbeigefahren ist, war man erstmal einen Meter weiter in einer anderen Fahrspur drauf. Das Auto war eine Katastrophe. Also, ich weiß nicht. Klar, das sind Geschmäcker sind verschieden, aber. Also, nee. Und das hier ist. Man spürt nichts. Okay, ein bisschen spürt man schon was, aber das ist so unglaublich weich, ja. Ich dachte immer, der Cadillac wäre schon voll weich, aber der hier, brutal. Ja, so tiefe Schlaglöcher durchwerfen, was man nicht machen soll, aber wenn, ja. Du merkst es nicht. Das ist doch gut für den Rücken. So, gut. Auf zum Einkaufen. Ich gehe jetzt da rein. Maske, check. Geldbeutel, check. Fenster oben, check. Schlüssel, check. Let's go. So, jetzt war der Akku vom Handy leer. Deswegen konnte ich jetzt keine Aufnahme mehr machen. Aber wir sind wieder daheim. Mal gucken, was wir so gekauft haben. Wir haben ein bisschen Pommes. Tiefkühlsemmeln. Falls wir mal nicht frische Semmeln haben. Und das kommt jetzt hier unten in unsere Schatztruhe. Und Pizza. So. Klappe zu, also tot. Nudeln gibt's heute. Ganz einfach und simpel. Das ist wahrscheinlich das Letzte, was ich heute tun werde. Und dann werde ich nur noch faul sein, das Video bearbeiten und Xeli nur die Arme greifen. Die wollen mich jetzt den ganzen Tag alleine. Fast den ganzen Tag. Ich doch gar nicht, ich hab doch Gesellschaft. Ja, aber ein bisschen Hilfe kannst du gebrauchen. Genau. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine kleine Reise heute in den Alltag. Wir sehen uns im nächsten Video. Und nicht vergessen, demnächst einschalten zur Präsentation zum Dodge. Ne? Also, bis dann!